Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer verdammte Scheiße. Ich bin stockknapp dran, Fox. Ich mag die echt gerne, aber die fressen 10 Holz, ne? Ihr seht meinen Holzbedarf. Ich sollte jetzt auf normale Bögen gehen. Ich meine, ganz ehrlich, es sind auch nicht mehr viele, ne? Es sind 4 Menschen, komm. 4 Menschen. Was wollen die mir denn? Oh, okay. Oh, da war ich aber nicht schnell genug. Oh. Okay, ich muss hier wirklich hochklettern, ne? Ja, ich muss hier hoch. Was? So close. Jetzt wird's laut. Ach komm! So, hier wird gar nichts mehr laut. Da hat der Sly sie alle ausgeschaltet. Ich bin hier mal gespannt, was das hier alles ist, weil das ist gelb. Ah, okay, Banditenschergen werden dann mir so angezeigt. Komm ich dann hier irgendwie rüber? Okay, komm. Obviously, ich will darüber. Ich weiß nämlich nicht, was die alles haben, aber es sieht sehr Wüstenglas. Oh, ja. Sieht wertvoll aus. Ich mag wertvolle Sachen. Jetzt Frage für einen Freund von mir. Wie zum Shit komme ich da... Oh. Ich habe die weißen Kreidespuren gar nicht gesehen. Ich hätte wahrscheinlich komplett um die Base einmal drumherum sneaken können, ne? Ja. Naja, ich habe das auch so ganz gut gemacht. An, was hier alles an Loot noch rumliegt. Weniger Zeit. Aber einmal das Banditenlager sauber geräumt. Was ist denn hier oben gewesen? Nichts mehr. Da oben wäre noch einer gewesen. Okay, dann kann ich mir gerade den Loot da auch noch holen. Ich behaupte zumindest, dass ich hier von rankomme. Ja, da komme ich ran. Auch die Kletterpassagen haben sie gut gemacht. Also es spielt sich wirklich intuitiv, ne? ja, auf den Rücken gelegt. Sehr schön. Nein, ich hab nicht gespeichert. Ich hab gedacht, da war Boden. Da muss ich alle dabei machen. Nein! Nein. Fuck. Mein Holz ist auch weg. Halt mit der Kopf still. Gut.
Ich muss jetzt schauen, wie ich mit den Pfeilen umgehe. Einfach weitergehen. Ich kann jetzt nicht mehr so schön wie eben lang laufen. Was? Habe ich irgendwie übersehen. Tut mir leid. Sehr schön, wie es in die Knie gegangen ist. Und einmal hoch. Okay, die Leute muss ich mir halt holen, ne? Sind halt schon ein bisschen lästig. Aber die anderen... Aber schnell da oben. Das würde dich etwas schöner machen. Immer extra Kopfschusspunkte. Die Dark Souls Rolle, die war unnötig. Ja. Wunderbar geklärt. Wie vom Profi. I like. 10 von 10 würde wieder. Diesmal machen wir aber alles andere erstmal später, ne? Nicht, dass ich da schon wieder gleich sterbe. Eine Energiezelle. Ich brauche die Energiezellen selber. Ist das der Questgrund nach dem Motto, ich krieg die Energiezellen entweder für die oder für mich? So ein blaues Amulett, I like. Ich schaff die Energiezellen. So, irgendwo hier oben, genau. Da auch, wo der ganze Loot ist. Ah, okay, da. Wollte gerade sagen. Wieso ist hier was Weißes? Ich sehe den Weg nicht. Nein. Sehr schön. Ich nehme den ganzen Loot. Okay, geschafft. Und jetzt zu den Plünderern die Waffenteile holen. Ja, auch. Begib dich zu den Plünderern. Vielleicht sollte ich dann gleich einmal nochmal zwischenspeichern. Nicht, dass mir der ganze Scheiß nochmal auf den Kopf fällt. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist schon ein cooles Gebäude. Sieht schon fancy aus. Der Clan wird es dir noch zeigen. Die Stadt wird unser. Ja. Okay, verstehe ich das jetzt, dass die vorbereitet sind, oder was soll das jetzt heißen? Oh, es wird Gott sei Dank wieder Tag. Ich hasse das. Bei Nacht ist das immer so semi-geil.
Und dass mir Stöcke ausgehen, ne? Holy fuck, damit habe ich nie gerechnet. Okay, krass. Wir müssen also echt mal wieder eine Weile irgendwo langlaufen und alles aufsammeln, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Sollten wir logischerweise in der Nähe einer Stadt tun. Wo ist noch Loot? Da ist noch Loot, da ist noch Loot. Und da ist noch Loot. Nein, 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 nein. Diesmal machen wir es richtig. Das mache ich kein zweites Mal. Manchmal bin ich auch klug, ne? Manchmal lerne ich auch aus Fehlern. Nicht häufig, aber manchmal passiert das. Ich mag dieses Stadtdesign. Also wirklich gut hinbekommen in dem Game. Der Kante fallen lassen. Ach, hier hätte ich noch hochklettern können. Ach, guck an. Aha. Hm, nice. So. Wie sind sie da oben hingekommen? Ach, über den dann da. Ah, okay. Mhm. Ist etwas verworren, aber ja, wenn man es da mal raus hat oder beziehungsweise gesehen hat, ist okay. Nee, ich glaube, das reicht von hier schon. Ah, nice. So, und jetzt einmal rüber. So. Und ich habe den Bums ausgelootet. Sehr schön. So, jetzt einmal zum Lagerfeuerporten. Ja, zum Lagerfeuerporten. Verkaufen. Und dann wieder hochrennen und auf dem Rückweg Stöcke mitnehmen. Denn, ja, nee. Das war jetzt nicht so geil. Bei den Nora machen die Frauen den Männern die Heiratsanträge. Ja. So. Aha. Okay, Verkauf gegen Metallscherben. Ist da irgendwas bei, was ich nicht brauche? 9 Plätze sind noch genug, aber wenn ich es jetzt gerade los werde, werde ich es gerade los. Hier, da. 100. Da ergiebe ich. Ja. Ich frage... Das ist Rohstoffe, ne? Kann ich... Goldene Schnellreisepaket. Unbegrenzt schnelles Reisen. Ha, okay, dann kann ich das immer machen. Oder wie? Okay, das ist natürlich cool. Holzpaket. Ich hab so viel Zünder. Tut mir leid, ich brauch gerade Holz. Bin ein armer Junge. Nicht gedacht, dass mich das so viel kostet. Aber ja, ich wollte das mal in Sneaky machen. Okay. So, und jetzt geht es hoch zum Plündererlager. Was soll schon passieren? Ich könnte auch den linken Weg gehen. Dann sind die Tiere da. Aber ich kann vielleicht auch einfach außen rum gehen und schauen, was da Lustiges passiert. Hat auch den Vorteil, dass ich mir vielleicht... Kleine zähe Pflanze. Nee, ihr seht das. Sicher helfen. Ein paar Ressourcen gleich mitsnacken kann. So, gibt's hier irgendwie was zum Rüberklettern? So. Boah, das sieht schon nicht gut aus. Vielleicht von hier hinten. Oh, Medizin. Immer her damit. Wait a minute, dich kenne ich! Du warst ziemlich kacke. Der sieht so aus wie der Typ vom letzten Mal, ja. Der sieht so aus wie der Typ vom letzten Mal. Okay.
ein Antrag. Das hier ist ein verdammt guter Spot, um das hier zu tun. Ah, da war eine Lücke. Die Plünderer haben diese Haufen gemacht. Hier unerwartet fest, aber ich glaube, ich habe das Gebiet geklärt. Okay, es war bestimmt never ever bestimmt, dass ich viele Plünderer herum. Das so mache, aber ich hoffe, sie haben die Teile noch nicht weggeschafft. Ich muss etwas finden, das Petra gebrauchen kann. Schnell. Hab schon irgendwie richtig gemacht. Es war klug gelöst. Warum hart arbeiten, wenn man Probleme klug lösen kann? Okay, auch der Pfeil war eine gute Entscheidung. Naja. Wenn du weißt, welche Teile anfällig sind, dann ist das echt gut, ey. Habe ich noch einen? Boah, ich räume den Bums einfach von hinten auf. Ohne Radar kennst du die Nähe gar nicht. Dann dreht er den Arsch weg, ne? Gute Nacht. Ich wollte sagen, als wäre hier noch einer, aber es ist tatsächlich noch einer da. Ben ist tatsächlich noch einer. Sehr süß. Ja. Macht ihr mal euren Lärm. Ich werde nicht meckern, aber was ist das? Diese Modifikationsspule, I like, 38% Abriss, klingt nach etwas, was ich sehr gebrauchen könnte. Achso, warte mal. Ja. Schau noch, und der Kopf. Kann ich wohl die alle herkommen? Und ich mach die aber alle kaputt. Das gehört jetzt mir. Sie sind alle vom Rost befallen. Ich muss sie retten. Oh nein. Zurück zu Petra. Ich war lange genug auf diesem Schrottplatz. Och, ich fand das jetzt ganz witzig bisher. Ne? Also guck mal. Hier, kriegen alles zusammen. Die wollen ein bisschen spielen. Finde ich voll gut. So. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nicht. Der Laden ist ausgeräuchert und die Folge ist vorbei. Wie passt das? Alles auf einmal. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Slide. Ciao.